Hast du dir jemals gedacht, dass du um 7 Uhr morgen an einem Dienstag eine halbe Flasche Whisky trinken musst, dich dann mit deinem besten Freund und Businesspartner treffen musst, um danach eine Metallleitung mentally zu deformen, das dann in eine Steckdose anzustecken, so lange bis es glühend heiß wird, und hast dir gedacht, wow, ich bin der krasseste Typ auf dem Planeten. Ich bin der Kreierer des Lebens, nicht der Zerstörer alles menschlichen Seins. Nein, der krasseste. Was kann man denn alles mit dieser Technologie machen? Willkommen zu meiner Präsentation über den Toaster. Kurzer Disclaimer: Jeder, der sich durch diese Präsentation offended fühlt, hat jedes Recht, sich offended zu fühlen. Ich meine es nicht. Aber wenn du dich trotzdem offended fühlen willst, kannst du dich gerne offended fühlen. Es interessiert mich nur nicht. Jetzt weiter mit der Präsentation. Teil 1. Wie zum Henker funktioniert überhaupt ein Toaster? Einen Toaster sieht man heute als etwas wenig Besonderes. Man denkt vielleicht daran während der Schulzeit. Der Lehrer versucht etwas einem mit Memes beizubringen, sogar auf lustig. Aber man denkt halt trotzdem einfach an den Toaster. Oder man kennt ihn vielleicht auch als einfach extrem, extrem schlechten Meme. Aber beim Toaster geht es vor allem um die inneren Werte. Also auf einer ganz basic Basis gibt es irgendwo ein Metall, da wird Energie durchgejagt. Und wenn da ein Widerstand ist, dann will das halt da durch und da wird es heiß im Prozess. Frag mich nicht, wie es funktioniert, ich habe es nicht verstanden. Oder um es noch leichter zu erklären, je höher der Druck ist, desto heißer wird's. Der Widerstand wird dabei durch folgende Formel ausgerechnet. R ist gleich Q mal L durch A. Dadurch steht Q für den spezifischen Widerstand, also quasi die Genetik eines Metalls. Da wären zum Beispiel Nichrom deutlich besser als Kupfer, weil das mehr spezifisch Widerstand hat. Und dann gibt es natürlich L, also je länger ein bestimmtes Kabel ist, desto häufiger ist die Wahrscheinlichkeit da, dass Energie verloren geht, also in Wärme umgewandelt wird. Da wären zum Beispiel 30 cm deutlich besser als 10 cm. Als letztes gibt es noch A, das ist die Querschnittsfläche. Also wenn ein Kabel einfach dünner ist, dann passt da weniger Elektronen durch und sie sweaten halt, um da durchzukommen und dann wird es heiß oder so. Und dann hat man halt den Widerstand und dementsprechend dann auch die maximale erzeugte Hitze. Also basically ist ein Toaster einfach nur ein langer, dünner Nichromdraht an eine Steckdose angesteckt in einem Gehäuse. Es ist jedoch auch noch wert zu erwähnen, dass in einem Toaster ein Computer ist. Und mit Computer meine ich Steuerplatine. Und das ist eine Steuerplatine. Das heißt nun, dass dieser Toaster eine spezifische Menge an Computerleistung hat. Und wenn etwas Computerleistung hat, dann kann man darauf auch Zeug machen, wie zum Beispiel Computerspiele spielen. Und wenn es möglich ist, dann machen es Leute. Hier ein tolles Video dazu. Der Creator dieses Videos hat zwar externe Ressourcen verwendet für WLAN und so Zeug, aber es ist immer noch ein gutes Video und es ist so, was eigentlich möglich ist mit einem fucking Toaster. Ich wird dadurch einfach unglaublich gezeigt. So, es ist ein fucking Toaster. Du hast Toaster-PC, ich habe fucking Toaster und meiner ist besser als dein. Auch habe ich dazu noch ein paar andere Videos mir angeschaut, die ich auch gut fand, die alle sowas Ähnliches gemacht haben. Ihr könnt die Kanäle auch mal auschecken. Aber das bringt uns zum Teil 2. Jetzt steht die Frage im Raum, wer hat gefragt? Und die Antwort ist Alan McMaster. Der Typ hat in Schottland irgendwo in einer Universität studiert, hat sich dann mit irgendeinem Typen zusammengesetzt, um ein Untergrundnetzwerk an U-Bahn-Linien zu bauen, im Auftrag der Regierung. Und seine Aufgabe war es, eine valide Lichtquelle zu finden. Das war ziemlich schwer, denn die beste Möglichkeit, Licht zu erzeugen für uns Menschen, war damals diese Technik, die ich eben schon erklärt habe, die halt größtenteils Wärme produziert, also mit dem Widerstand und so. Und in dem Prozess, den ich halt schon am Anfang erklärt habe, hat er halt zufällig einen Toaster erfunden. Kurze Side Note, wer von euch glaubt denn, dass dieses Bild echt ist? Einfach jetzt mal drüber nachdenken. So, ja, jetzt Meinung gebildet. Einmal bitte in die Kommentare schreiben. Ja, es ist so das einzige Bild, was wir von Alan McMaster haben.
Ja. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bro, das Video ist vorbei. Willst du noch irgendwas von mir? Ist das so spannend, der rote Screen da, oder was willst du von mir? Okay. Ja, roter Screen. Vielleicht findest du, keine Ahnung was, deine Seele wieder, wenn du lange genug darin, in das rote Ding da starrst. Entschuldigung, ich glaube, ich werde angerufen. Ich muss da kurz mal rangehen, okay? Ey, Bro, ich glaube, deine Information ist ein bisschen falsch. Wie falsch? Wikipedia-Artikel ist, glaube ich, so ein bisschen fake. Wie fake? Na, so. Fake, so einfach fake. Eine echte gefälschte Website. Ist ja insane. Jo, also die Information ist tatsächlich bissl falsch. Sie ist so irgendwas, das so 10 Jahre lang auf Wikipedia stand. Das ist nur leider komplett falsch. Lass mich dir mal den Typen vorstellen, der Erfinder dieses interessanten Spektakels war. Hello, I'm Alan McMasters, an engineer, but not the inventor of the toaster. Nun denkt man sich vielleicht, was zum Henker sind denn bitte die Motive dieses Menschen, der diesen Wikipedia-Artikel kreiert hat? Dafür habe ich noch einen kurzen Clip für dich. So in the first year of university, during class, one of the professors was teaching us about research skills. And he said, now you need to be careful not to use Wikipedia to source information, because you never know who might set themselves as the inventor of the toaster. Und als junge Leute fanden sie das halt so witzig oder so, keine Ahnung. By the way, der zweite Typ, Alex heißt er, ist der Typ auf dem Foto. Ist echt lustig, gell? By the way, die zwei Videoclips entspringen so einem Video von Simplicissimus. Die haben mich zu diesem Video angeregt. War ganz nett. Ich hab's lustig gefunden und deshalb habe ich jetzt auch noch was dazu gemacht. Der echte Erfinder des Toasters war jetzt eine sehr unbekannte Persönlichkeit. Und ich möchte auch nicht zu viel dazu sagen, weil die beste Informationsquelle, die ich zu ihm habe, ist Wikipedia. Und soweit ich weiß, hat er nicht viel mehr in seinem Leben gemacht, als irgendwo im Nirgendwo zu leben, Zeug zu erfinden und das sich dann von großen Firmen klauen hat lassen. Also keine Ahnung, was du jetzt mit der Information anfangen willst. Ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Dieses Mal wirklich. You know what I found out the hard way that my toaster is waterproof? Wait.